Lieben, es ist Montag, wir haben den 1. Februar und der Papa ist zu Hause, wie ich gestern erzählt habe. Und deswegen haben wir heute die Zeit genutzt und haben einen Großeinkauf gemacht, XXL. Und zwar bei Aldi, Real und Olympiamarkt, russischen Laden. Ja, also wollte ich noch kurz sagen, das ist jetzt ein bisschen schief gegangen, es ist schade. Ihr Lieben, wenn ihr mich irgendwo seht und erkennt, dann sprecht mich an. Ich freue mich richtig gut. Heute hat es nicht ganz geklappt, weil wir wirklich in der Drehtür aneinander vorbeigegangen sind, Michi. Und ich kenne ja eure Gesichter nicht. Deswegen kann ich euch natürlich auch nicht ansprechen. Aber wenn es klappt, ich freue mich riesig, euch auch persönlich kennenzulernen. Ne? Und Michi, du wohnst ja nicht weit weg. Es klappt bestimmt irgendwann mal. Ja. Und ich fange jetzt einfach mal an. Es ist alles hier so ein bisschen querbeet. Ich habe Limonade praktisch schon wieder rausgebracht. Ja, ja gut. Reingeschleppt gehabt. 6er Limonade im russischen Laden gekauft. Dann Pelmeni, die es gleich zum Essen gibt. Also heute gibt es selbst gekaufte Pelmeni. Ne, ich kaufe immer die mit Butter und Rindfüllung. Die lege ich dann auch gleich mal da auf die Arbeitsplatte. Dann habe ich im russischen Laden noch die hier mitgenommen. Wieder mal. Ne, dieses Doscherak für die Kinder in Rind und Geflügel. Und ja, es gab die schon wieder nicht. Ich habe wirklich fast heulen können. Ich wollte ja wieder diese Biskuittörtchen haben. Die letzten drei Male gab es die nicht. Ich habe jetzt wieder sowas mitgenommen. Da sind diese mit Eiweißcreme drauf. Die sind sehr lecker. Die waren auch sehr lecker. Ne? Ja, dreimal war ich da und dreimal hatten sie die nicht da. Es ist echt zum Piepen. Aber die kannst du hier gleich in den Kühlschrank stellen. Die mag ich, glaube ich, nicht. Ich aber. So. Dann haben wir ein paar Sachen, weil die haben es mir wieder weggefuttert, die lieben Kleinen hier. Habe ich jetzt 4 Packungen bei Real diese Bistro-Baguettes mitgenommen. Und zwar in Hähnchen und diesmal habe ich welche da gefunden in Käse. Meine Lieblingssorte. Und dann waren im Angebot, haben wir aber nur 2 mitgenommen, Pizzas von Wagner. Einmal haben wir jetzt Chicken und einmal Käsequartett. Das muss in den Kühlschrank. Und ich habe, eigentlich hätten wir nicht ganz so lange gebraucht, hätte ich jetzt was anderes gemacht, aber ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt bei Aldi 2 Kilo Hähnchen Oberkeulen mitgenommen. Ne, das obere, da wo wirklich schön Fleisch dran ist. Und damit mache ich jedenfalls was. Habe ich was in Planung. So. Dann haben wir Kichererbsen-Chips, Paprika und es muss noch irgendwo eine andere davon sein. Das gab es bei Aldi im Angebot. Dann haben wir natürlich Toast mitgenommen, wurde bemängelt. Dann mein Lieblingstoast in Dinkel. Dann, achso, im russischen Laden noch was mitgenommen, genau. Balikova ist in Dege, Puttenkrakauer Delikatesse. Das ist jetzt rein Geflügel, also hier steht extra Bissvenine, also ohne Schweinefleisch, Wurst zum Abschneiden. Und dann habe ich hier so ein paar Brötchen von Aldi, also wieder die Kaiserbrötchen und wieder die Dinkelbrötchen, 2 Packungen. Genau, das packen wir jetzt weg. An der frischen Backtheke bei Real haben wir die Kaiserbrötchen frisch mitgenommen. Da sind jetzt so 10 Stück drin, glaube ich. 10 Stück, genau. Ach ja, die Getränke habe ich, damit der Kofferraum frei wird, habe ich bei unserem Edeka Getränkemarkt abgegeben, der neben Aldi ist. Und da war im Angebot, habe ich nur das gekauft, also Wasser habe ich da gekauft tatsächlich, noch in Plastikflaschen. Für 88 Cent das Stück,
Für jedes Monster von meinen Monstern ein Monster. Genau. So, dann so einen Eimer mit Tomätchen, kleine Tomaten. Dann habe ich ein paar Weintrauben mitgenommen. Voll lecker, ich liebe die Dinger. Und ja, ich glaube, diese Kiste ist komplett Aldi. Ja. Haben wir noch Tee, aber nur die hier. Einmal Kräutertee und das, was Dirk mag, türkischer Apfel. Und was Christian sehr gerne mag, schwedische Blaubeeren. Das haben wir mitgenommen. Also das sind jetzt die zum Einkleben Heftchen. Tomatensauce ist alle gewesen. Dann habe ich ein bisschen was eingekauft bei Aldi, was nicht mit Essen zu tun hat, logischerweise. Also Blöcke. Einmal so einen Block und einmal so einen Block. Ne, für die Schule oder nicht vorhandene Schule, aber schreiben tun sie trotzdem. Dann habe ich zwei eigentlich davon. Wo ist die zweite Packung? Findet sich bestimmt gleich. Kugelschreiber. Die Dinger haben die Angewohnheit bei uns, Beine zu kriegen, und zwar richtig schnell. Dann habe ich solche Feinliner mitgenommen und Textmarker. Dann habe ich gefunden, ich sehe, guck mal, das ist Black Mini Cookies, das ist die Dekoration für Kuchen in Form von Reifen. Räder, diese früheren, diese Kutschräder. Warum? Voll süß aussieht. Kuchen und machen. Hier, die zweite Packung von diesen Chips. Hol mal bitte eine große Tasche, wo wir dann alle Chips reinschmeißen, weil davon habe ich einige heute, weil nichts mehr da war. Eine große Tüte oder Tasche, vielleicht reicht die, weiß ich nicht. Dann stopfst du die alle einfach da jetzt rein. Oder ich erst. Ja, dann haben wir bei Real. Ich habe euch ja gesagt, wenn ich ein paar sehe, die ich ja einigermaßen finde, damit ich die alten wegschmeißen kann, die schon 20 Jahre da liegen. Frühstücksbretter. Die sind jetzt viel unpraktischer. Die anderen haben solche Henkel. Jetzt habe ich hier vier Stück. Solche einfachen, günstigen. Es gab natürlich schönere, die dreimal so viel gekostet haben. Aber ich habe jetzt diese mitgenommen. Dann habe ich natürlich ein bisschen auch was hiervon mitgenommen. Ach, da sind die Kugelschreiber. Da sind die Kugelschreiber und dann habe ich hier so einen Korrekturroller. Es gab ein paar Sachen, die für Schule halt sind oder Büro. Dann habe ich diese Nudeln mitgenommen. Dann haben wir Mini-Futter. Eine ganze Palette ist auch hinten mit Dosenfutter für die Katzen. Dann haben wir noch für die anderen Mitbewohner unseres Hofes mitgenommen was, und zwar die hier. Es liegt ja wieder jetzt Schnee und ja, ist nicht mehr ganz so einfach für die Vögel, denke ich mal, Futter zu finden. Also haben wir jetzt ein bisschen Vogelfutter mitgenommen. Dann habe ich noch Aktimel Erdbeer mitgenommen, genau. Und Papi hat Kirschmarmelade mitgenommen, weil Erdbeer haben wir noch da, aber Kirschmarmelade haben wir nicht mehr da. Und wir haben ein bisschen was verbraucht für die pinke Kartoffelsuppe und so. Würstchen haben wir noch mitgenommen. Ach ja. Und ich habe für die Kinder noch die hier mitgenommen. Es geht weiter, und zwar mit zwei Paketen Kaffee für die Senseo-Maschine, hat Papi mitgenommen, und eine Packung Zucker. Ich habe für mich Rosinen mitgenommen, und dann geht es hier wieder mit ungesundem Zeug. Chips, genau, halt die Tüte fertig. Ein Mäuse normal, nee, da sind gar keine normale, das sind Hot Paprika.
Meine Kinder stehen ja auf dem scharfen Ding. Dann 1, 2, 3, 4. Tortilla sind im Angebot gerade bei Real für 99 Cent. Waldpaprika. Ja, da ist noch eine, aber andere Sorte. Dann haben wir Tortilla in Juicy Salsa. Crunchips in Cheese und Onion. Dann Glasur Creme und Onion. Ich sag's ja, ungesund heute wieder. Paprika, Paprika, Hot Paprika, also Chips. Ordentlich Chips eingekauft, weil in den letzten Wochen habe ich ja keine gekauft und die Kinder haben welche ordentlich weggemampft. Ist es aber nicht alles nur ungesund. Ich habe auch gesundes Zeug, wie zum Beispiel Äpfel. Aha, das war's. Nee, doch nicht, aber es ist eine andere Kiste. Dann habe ich ja erstmal gedacht schon, ich bestelle jetzt online. Habe gestern auch schon was gefunden gehabt. Aber doch erstmal noch nicht bestellt und bei Real dann wieder gefunden. War letztes Mal nicht da. Für meinen Wischmopp von Veleda habe ich diese Ersatzwischer gekauft. Zwei Stück. Habe jetzt erstmal wieder welche. Dann waren auch im Angebot heiße Tasse Suppen. Vor allem meine Lieblingssuppe, die hier, das ist diese Rinderbrühe mit Croutons, aber auch 10 Gemüse und Kartoffeln. Ist immer ganz gut zwischendurch. Dann habe ich Reis eine Packung mitgenommen, ganz stinknormalen Reis. Dann, was wieder nichts mit Essen zu tun hat, Socken. Einmal hier für Raffi, die hier. Und einmal welche für Christian, die hier. Die haben wir jetzt bei Real auch mitgenommen. Papa hat wieder Duschgel für Männer. Er sagt, jedes Mal, wenn er welches braucht, ist keins mehr da, weil die anderen Männer hier zu Hause alles verbrauchen. Also, hier so Duschgel und meine Lieblingsgurken. Bitte schön, die Dame. So, jetzt geht's hier weiter. So, Papa hat noch mitgenommen für mein Auto eigentlich. Wir wollten noch welche, aber waren nur die eine, weil die alten passen nicht mehr. Von den alten Handys zum Aufladen, ne? So ein Ladekabel. Dann habe ich diesmal nicht den von Nestlé mitgenommen, den Cappuccino, sondern auch weniger süß, probiere ich mal, vielleicht schmeckt der besser und ist auch günstiger und mehr drin, von Krüger. Ich hoffe, es schmeckt. Dann habe ich ein paar lose, so ein Tütchen Gewürze mitgenommen, und zwar Chiliflocken. Hatte ich noch nicht. Ingwer ist nicht mehr viel, was ich da jetzt habe in diesem Plastikteil. Dann Kreuzkümmel und Basilikum. Und es muss noch was sein. Also hier, tatsächlich Knoblauch. Genau, das packe ich gleich auch in diese Dosen, die ich schon gekauft habe. Achso, hier habe ich noch ein paar Brötchen, die ich sehr gerne mag, so diese Sonnenblumenkernbrötchen. Dann haben wir noch Bananen mitgenommen. Clementinen. Habe ich gestern die letzte auch gegessen. Rote Beete. Eine Gurke. Einmal rote Zwiebeln. Rote Paprika. Und einen kleinen Kürbis, ich möchte mal wieder Kürbiscremesuppe machen und ein paar Möhrchen. Ja, also nicht jetzt nur ungesund, ne, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich heute aufgebraucht beim Frühstück Honig. Das kommt jetzt auch, ich habe erst mal gedacht, morgen kommt das mal nach hinten in die Kälte. Hackfleisch im Angebot beim Real. Dann, also hier ist noch was Gesundes. Salat und ein bisschen Aufschnitt. Nicht
viel, aber ein bisschen musste mit, weil nicht mehr viel da ist. Wie immer Salami für den kleinen Mann, dann jeweils eine hier Currymantel, Paprika und Pur, Hähnchen, also Geflügel auch schon. Und dann Hähnchenbrustfilet La Roulade, einmal so und einmal Geflügelfilet Roulade. Ja, Unterschied natürlich ganz groß. Was mich sehr gefreut hat, obwohl mir gesagt wurde, wurde aus Sortiment genommen letztes Mal, hatten wir diesmal wieder welche da gehabt. Da so habe ich gleich ein paar mehr mitgenommen und werde das einfrieren. Das ist dieses Puttenbrustfilet, geräuchert. Da habe ich gleich 3 Packungen mitgenommen, was wir gerne auf Pizza haben. Ne? Also das schmeckt super auf Pizza. Deswegen habe ich gleich 3 Stück in den Wagen geschmissen. Das wird eingefroren. Dann war bei Real im Angebot, hat Papa gleich auch auf Vorrat ein bisschen mitgenommen. Das ist auch vollkommen okay. Das ist jetzt mein Käse. Lea Dama. Burlander hat er mild würzigen mitgenommen und herzhaft würzig. Den mögen die Kinder total gerne. Und dann auch von Milram den Sylter und den Müritzer. Ja, das sind ja kleinere Packungen. Wir kaufen ja eigentlich so diese Riesendinger. Heute nicht. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Götterspeisen. Dann hat Papi noch so einen Käse am Stück, muss noch irgendwo. Da ist der Brie, gib ihn ja mal. An der Theke bei Real auch mitgenommen. Aus der Werbung einmal Emmentaler und einmal Brie. Dann habe ich wieder mal Bresso leicht mitgenommen. Papi hat wieder Butter zum Schmieren mitgenommen. Von Kim mit dem geriebenen Käse, der da ist. Dann habe ich Reibekäse mitgenommen, 2-mal Gouda Light und 1-mal Emmentaler. Bei Real im Angebot Sgushonka für nur 99 Cent. Da konnte ich nicht vorbeigehen, weil ich das Ding ja eigentlich mittlerweile am liebsten inhalieren würde oder so. Ne? 2 Dosen mitgenommen. Wie sie guckt mich schon so entgeistert gerade an. Und ja, ach was, Kleckerkram, so diese kleinen Dosen, so teuer. Hier, Studentenfutter eigentlich hier, ne, das ist aber Snacknüsse geröstet und gesalzen. Das ist eine gute Mischung, aber ohne diese ja, Rosinen und noch was für Früchte. Ich mag wirklich nur pur Nüsse. Ein ganzes Kilo. Hier haben wir jetzt, das haben wir jetzt alles drin. Erdnüsse, Cashewkerne. Mandeln, ja, mir eigentlich auch nicht, aber das sind genau die Sorten, die ich sehr, sehr gerne esse. Bitte schön. Wieso? Lass doch stehen. Da muss ich ja so rübergreifen hier. Naja, okay, mach ich. Gut, passt schon. Dann haben wir da ganz viele. Das, was ich eigentlich unbedingt haben wollte, hatten sie nicht mehr da, montags. Aus der Werbung so Kuschel. Leggings und so weiter. Aber ich habe jetzt sie so für 7 Euro nur in Größe 40 so ein Oberteil für mich mitgenommen. Mag ich gerne, so die Qualität gefällt mir. Dann an der Gepäcktheke. Einmal schon, der hält sich ein bisschen länger, deswegen habe ich jetzt so mitgenommen. Gebäck, Hefegebäck mit Quark füllen. Dann Donuts. Einmal die, einmal die. Dann meinte Papi, nimm doch die bitte. Habe ich die mitgenommen. Das sind so diese, wie heißen die nochmal? Johannisbeerstreuseltaler. Die mag ich auch gerne. Mhm. Dann habe ich aber noch so eins mitgenommen. Das ist so ein Kirschkuchen. Das war's, passt schon. Noch nicht ganz. Also hier ist noch eine Tüte Chip Western Style. Kommt da in die Tüte rein. Dann haben wir einiges aufgebraucht. Deswegen jetzt diese backfeste Puddingcreme.
nachgekauft. Isabel hatte vor, demnächst was zu backen, soweit ich weiß. Und hat er jetzt doch die nicht mitgenommen oder was? Ich dachte, wir haben 4 Packungen davon, haben wir nur 3, ne? Auf jeden Fall, Müsli ist im Angebot gerade. Den hat sich Papi mitgenommen. Von Vitales, Knusper pur. Genau, dann hat er sich noch die hier mit, ne, das habe ich, Flakes und Mandeln, die habe ich mitgenommen. Ich mag nicht die Süßen. Ich mag nichts Süßes da drin. Ne? Und hier Nussmischung, Knusper Müsli plus, auch so eine Nussmischung. Ich bin der Meinung, Papa hat sich noch was mit Süßes irgendwie mitgenommen. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Auf jeden Fall das hier haben wir noch mit. Und dann haben wir ein paar Sachen geholt, tatsächlich wieder noch dazu. Für nur 1 Euro im Angebot. Die werde ich jetzt nicht austauschen. Noch sehen meine mit Bunt und so ganz gut aus. Aber ich habe jetzt diese mitgenommen. 6 Stück für 1 Euro das Stück. Das sind so diese Platzsets. Die sind hinten auch gut gummiert wieder. Die habe ich jetzt mitgenommen. Wenn die Zeit dazu gekommen ist, wenn die nicht mehr so schön aussehen, tausche ich die aus. Und die bleiben erstmal liegen. Und weswegen wir überhaupt erstmal zu Real gefahren, zu Aldi. Hierher. Schuhe für die Jungs. Einmal in 43 für Christian. Das sind so diese Trekking-Schuhe. Und einmal genau die gleichen. Nicht ganz. Diese sind in 42 für Raffi. Ja, das haben wir jetzt noch mitgenommen. Und unsere Waage will nicht. Die braucht alle paar Wochen immer wieder Batterien, obwohl wir die gar nicht benutzen. Meine Mama hat mir schon länger gesagt, kauf die eine mechanische. Und jetzt habe ich das gemacht. Ich habe mir jetzt einfach eine mechanische Körperwaage, also ja, genau, Personenwaage gekauft, die braucht keine Batterien. Ich brauche nicht diesen ganzen Schnickschnack wie Körperfettanalyse und weiß der Geier, wie das alles heißt. Brauche ich nicht. Mir geht es rein ums Gewicht. Und das habe ich jetzt gekauft, das reicht mir. Haben wir noch was? Ich glaube nicht, ne? Ja, und wie gesagt, hinten ist noch Wasser und Limonade. Ah, nee, doch noch was. Milch. Und Müllermilch. Bei Real ist gerade Müllermilch im Angebot. Und wir haben so die gängigsten Sorten bei uns hier. In Schokolade, Vanille, Papa mag Banane und Erdbeere. Also 4 Sorten. Hier 3 Flaschen haben wir jetzt mitgenommen. Haben gleich hinten gelassen im Anbau, wo das dann kalt steht. Ja, ihr Lieben. Das war es dann auch. Mehr ist das nicht. Es war doch... Im Auto, im Kofferraum hat es nach mir ausgesehen, weil da diese Kisten mit Wasser standen. Aber jetzt, nee, das passt da nicht rein, Schatz. Auch ohne Deckel passt das da nicht rein. Joink. Isabel versucht gerade was reinzupacken, was da nicht reinpasst. Auch nicht. Okay, so ihr Lieben, wir räumen das jetzt alles weg und machen unsere selbst gekauften Filme. Heute gibt es nichts anderes, das reicht auch schon. Morgen wird dann wieder richtig gekocht und geputzt und Haushalt gemacht und sonst was. Ach ja, wollte ich noch ganz kurz erzählen, was am Samstag passiert ist. Das hast du nicht mitbekommen, aber ihr seid ja nachher rausgekommen, habt das nur so vom Hören. Aber Christian hat das gehört und ist dann rausgekommen. Wir waren ja am Samstagabend nochmal draußen, im Schneetob und so, ne? Also, ich habe ja in die Kommentare von gestern unter dem Video geschrieben, dass der pinke Reifen nicht mehr lebt. Der hat es nicht geschafft. Ich muss wieder so lachen. Also, so ist es gewesen. Ich lag auf der Matratze, schon fertig zu mich abstoßen, ne, zum Rutschen. Papa, ich habe gar nicht nach oben geguckt, schmeißt neben mir den pinken Reifen hin und wirft sich drauf. Und dann macht das nur BAM. Aber so richtig, das war nicht so puff, bang, das war richtig eine Explosion, so richtig BAM. Und Papa lag auf diesen pinken Fetzen auf dem Bauch, auf der Terrasse.
Katharina war gerade unten. Also nachdem ich mich vom ersten Schock erholt habe, konnte ich erstmal gar nicht aufstehen, weil ich so lachen musste. Dirk lachte da, der war wirklich fast schon, ja, der konnte sich auch nicht einkriegen. Und Katharina, die kam den Berg nicht hoch, weil sie da unten beim Schnee liegen geblieben ist und auch kaputt gelacht hat sie. Ne? Nachdem wir erstmal Dirk gefragt haben, ob das alles okay ist, ne? Ob er sich wehgetan oder nicht. Er hat sich nicht wehgetan. Ich habe mich erschrocken. Er hat sich auch erschrocken. Und wir haben uns vor Lachen fast in die Hose gemacht. Das Bild müsst ihr euch wirklich vorstellen. Ne? Da liegst du auf dem Dings, ne? Tust keinem was. Auf einmal macht er so, bam. Und dann überall, im ganzen Schnee, so im Umkreis von ein paar Metern, diese pinken Gummifetzen von dem Ring. Ah, nee, Leute. Und ich wollte in den Hintern beißen können, dass ich 10 Minuten vorher die Kamera ausgemacht habe. Weil es so kalt war und ich habe ein bisschen hier aufgenommen und ich dachte, ach, hast genug Material, brauchst nicht mehr. Das wäre es wirklich gewesen, ich sag's euch. Dieses Bild. Ich hätte das wahrscheinlich auch in Slow Motion dann gemacht. Richtig irgendwie so, ne? Damit man das so richtig sehen kann, wie er sich auf den Ring drauf schmeißt und das Ding explodiert. Ja, das war jetzt so Abschlusswort. Was zum Lachen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bleibt gesund, ihr Lieben. Tschüss.